Ja, da bin ich wieder. Ich habe gerade die Aufnahme immer wieder gecrashed. Da wir es nochmal machen. Das da weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das kann mal da rein. Den Sack kann ich mal wegtun. Du bist ein Fallen Relic. Du bist ein Fallen Relic. Du bist vergiftet. Jetzt nicht mehr. Wundlantern weg. Und zwei von den Fackeln können wir auch mal wegtun. Dann den ganzen Knochenschmuh weg. So, das kann auch weg. Das weg. Das weg. Das, das. Das behalte ich mal. Leere Flaschen. Sehr viele Rezepte. Okay. Ja, du bist überladen, weil du das da trägst. So, ein Quick Save. So, das bringt mich hier hin. Ganz normal hier hin. Okay. Hier war ich übrigens auch noch nicht drin. Das müsste ich auch mal nachholen. So, jetzt bin ich hier. Hier oben, übrigens. Das war der falsche Zauber. Wow, okay. Von zwei Seiten attackiert zu werden, ist unschön. Da steckt ein Schwert, okay. Wow, das war knapp. Und tot. Okay. Ist es eigentlich wurscht, wer das anlegt? Scheinbar nicht. Au. Okay. Da ist wieder jemand fast tot. Das ist nicht so schön. Ich muss erst die Tentakel loswerden, die blockieren mich zu sehr. Also ja, der Kampf ist machbar.
Okay. Wieder jemand fast gestorben. Okay, au. Langsam wird es aber ein bisschen hart. So. Zwei Tentakel bin ich losgeworden. Mann, ich kann es mir doch einfach machen. Fällt mir gerade so ein, so. Ach so, und das ist sogar die Kammer. Ups. Alles, was böse ist, getötet. Darkwoon Sword. 38 Attack Power ist nicht schlecht. Wieder geht's plus 50 Energy. Minus Health, minus Stärke. Das ist schlecht. Das bringt mir nämlich mal so gar nichts. Da bin ich nämlich instant überladen, wenn meine Stärke um 1 runtergeht. Aber trotzdem irgendwie nett. Das zu haben. Das Secret kenne ich bereits. Oh. Wo führst du mich hin? Ah, du führst mich hier hin. Tome of Life. Du hast genug, du hast genug. Ah. Die beiden sollten eigentlich nicht so oft getroffen werden, also kriegst du die mal. Die Tome of Life. Force Field. Force Field ist Air Magic. Und haben wir, glaube ich, schon. Force Field ist eine Ballistic Air Magic. Ja, Force Field haben wir schon. Okay. Banish. Hä? Achso. Gehört eigentlich hier rein. Warum ist das hier drin? Egal. Gut. Wir haben das alles geschafft. Hier geht's übrigens zum Ogre Fire Dance zurück. Ich glaube, ich gehe da jetzt mal als nächstes hin. Knopf East ist mir egal. Was sagen wir eigentlich mal so Statistik so? Ja, das kann sich sehen lassen. Monsters Killed, Enemies Found. 60 Stunden schon. Ja, das Let's Play ist schon ziemlich lang.
Ja, der letzte Altar war wie gesagt bei Saruman hier drin. Und dann haben wir noch diese Fallen-Dinger. Muss ich mal kurz gucken, wo überall sowas war. Hier unten nicht, das ist dieses Labyrinth da mit den Pits. Und hier fangen die Horusminen an. Ich habe hier zwei. Ich hatte hier einen Fallen und hier einen Fallen. Also 1, 2. Da ist der Gaia's Gateway. Ich habe hier einen Fallen, hier einen Fallen. Hier habe ich, glaube ich, entweder hier. Ne, hier habe ich keine Ausrüstung zurückgelassen. Wo könnte ich noch welche zurück... Also hier könnte ich welche zurückgelassen haben, das stimmt. Ich könnte aber auch... Perles, da geht's runter. Hier welche zurückgelassen haben. Gut. Das hatte ich auch schon gelöst. Das war mit einem Dolch, den ich da reinlegen sollte, nicht wahr? Ja, hier war ein Dolchhandbuch und irgendwas anderes Dolchiges drin. Ja, und hier war der Ogre. Geht's gleich zum Ogre Fire Dance. Ah ne, hier ist die Waffenkammer gewesen. Genau. Nee. Wenn ich da runterhüpfe, dann lande ich hier unten irgendwo. Und kann hier hochgehen. Ja, genau. Das müsste sogar der richtige Weg hoch sein. Ja. Also ja, der Ogre feuert. Gut. Die Minute, die ich noch habe, machen wir den Plan. Ich versuche herauszufinden im nächsten Cut, wie man in den Ogre Fire Dance kommt. Das ist das Erste. Dann versuche ich, weil ich es kann und diesmal dran denke auch, die da endlich zu transportieren, dass sie besser Dolche tragen kann. Das wären 6 Punkte, das würde dann noch nicht ganz reichen für den Dagger. Aber wenigstens für den Dagger. Und ja, da sehen wir weiter. Für den da sowieso nicht. Gut, das war das Erste. Dann gehen wir zu Saruman. Also dann gucke ich, dass ich zu nicht dem Punkt, sondern ich glaube, ich bin im Palace, ja. Zu dem hier hinkomme und da noch alles einsacke und sie die Elderlands transportiere. Dann geht's hoch zurück zum Generatorraum, also hierhin, wo unser großes Lager ist. Dort werde ich dann das ganze Zeug mal holen und sortieren. Das wird vielleicht so eine halbe Stunde dauern, also wenn ihr die nächsten beiden Folgen überspringen wollt, dann nur zu. Von da aus geht's dann wieder runter zu Saruman und seinen Altar machen, dass wir Shadowlight Divide hier das letzte Fitzelchen abschließen können. Und ja, dann die Fallen Dinger. Die zwei hier. Das hier, das hier. Das sind auch nochmal zwei. Muss ich nur gucken, wie ich von da oben hinkomme.
Ja, hier komme ich hin. Gut. Die machen. Und zwar alle. So gut wie es geht. Das hier ist das letzte, weil wir das von ganz oben erst erreichen. Und dann geht's beim Greater Stairway weiter. Ja. Und dann in Richtung Ende eigentlich. Da waren... Also 1, 2, 3, 4, 5. Steht da nicht in der Beschreibung was von 7? Oder, nee, halt beim Durchstand was. Tombs of the Seven Fallen. Ich zähle aber nur 5. 1, 2. 3. 4. 5. Außer in irgendeinem Dinger liegen mehrere. Das könnte natürlich auch gut möglich sein. Ja gut, das sehen wir aber dann beim nächsten Mal. Also, bis dann.